Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. So, wir haben einiges vor, noch an den Quests zu arbeiten. So, und zusätzlich wollen wir Technologiepunkte 101, wir wollen auch hier weiterkommen. Ich würde vorschlagen, wegen Bergbau. Wir machen heute so eine Bergbaufolge. Zuerst legen wir mal Sachen ab. Das kann definitiv nicht schaden. So, da kommen mal Getreide rein. Und hier geben wir die Kupfer-Silber-Sachen, das aufgewertete Obst rein. Super. So, bevor wir eine Ressourcenfolge machen, werden wir noch Meißel und so Zeug produzieren. Vor allem das Zeug. So, wo war denn... Hier, Stahlmeißel. Jetzt brauchen wir die Linsen wieder. Ach ja, holen wir mal die Linsen. Gut, dass die gleich um die Ecke hier liegen. Da. Nein. Da. So, Linsen, ja. Ich nehme auch die 7 Glauben mit. Und meinen ganzen Glauben in der... Habe ich da Papier gesehen? Tatsächlich. Ach ja, für damals, fürs Fleisch. Wie lange das da schon drinnen liegt. So. Also, wir brauchen... Ja, wir machen mal den. So. Oh, wir müssen Frau Anmut noch besuchen. Machen wir noch einen, oder? So. Ja gut, Frau Anmut besuchen können wir ja auf jeden Fall. So, dann machen wir noch den. Und einen normalen. So. So, super. Das legen wir alles ab. In welcher Kiste haben wir den Meißel gehabt? Genau da war es drin. So, super. So, wir gehen zu Frau Anmut. Benutzen totes Pferd. Yeah. So, na, ich bin gespannt. Hallo, Frau Anmut. Ja, ich habe viele Fragen. Ich habe nicht nur eine Frage. Ich habe echt viele Fragen. So, ich habe keine Fragen. Nein, ich brauche das Parfum. Gut. So, Frau Anmut, ich brauche das Parfum. So, holen wir das bei, ob sich das noch ausgeht alles. So, eintreten. Ja, wir gehen zu Fuß. Wie lange ist Frau Anmut wohl da? Schauen wir mal. Und dann sehen wir schon. So. Ach ja, die Leiche. So, vorerst ignorieren wir das mit den Leichen. So. Hier, das Parfum. Ups. So, benutzen. Ins tote Pferd. So, hallo Frau Anmut. Ich habe ein Parfum. Bitte schön, ein Fläschchen. Ah, ich würde dich am liebsten knutschen. So froh bin ich. So. Ich trage es bei meinem Konzert im Königspalast. Das wird der Höhepunkt meiner Karriere. Aber ich muss mich um so viel kümmern. Du bist so lieb. Vielleicht kannst du mir noch ein wenig helfen. Ich brauche eine romantische Geschichte für die Eröffnung des Konzerts. Vielleicht fällt dir was ein. Ich kann nicht gut schreiben und ich will mir nichts Triviales ausdenken. Ich glaube, ich weiß, wo ich gute Geschichten herbekomme. Oh, in einen Mann wie dich könnte ich mich glatt verlieben. Ja, sag ich ja. Super. So, ich habe da jetzt ein paar Fragen. Ich habe keine Fragen. Hast du mal Marketing? Kannst du vielleicht helfen? Ich brauche dich, um Geschäfte in der Stadt zu bewerben. Kannst du allen erzählen, dass du Grabsteingemüse magst? Dass du durch unser Gemüse schön und gesund geworden bist? Tut mir leid, aber das finde ich nicht ethisch vertretbar. Findest du nicht auch, dass Grabsteingemüse komisch klingt? Ja, ist vielleicht nicht der beste Name, aber der Friedhof ist ein heiliger Ort und unser Gemüse ist wirklich gut. Ich kann dich auch bezahlen. Ich brauche kein Geld. Aber Schmuck wäre gut. In der Stadt gibt es schon länger nichts Neues mehr. Nur ein paar alte Ringe, Ohrringe. Ich habe gehört, dass du sehr talentiert bist. Die Kirche hast du ja auch wunderschön dekoriert. Vielleicht könntest du mir ja etwas Schmuck anfertigen. Irgendwas mit Friedhofsmotiven. Dann mache ich Werbung. Und wenn dein Schmuck von guter Qualität ist, kann ich davon was in der Stadt verkaufen. Okay.
So, eine goldene Geschichte willst du also. Ich habe ein paar Fragen. Ich habe keine Fragen. Eine goldene Geschichte. Eine echte Liebesgeschichte. Gut. Super. So, dann hat Frau Anmut mal ihr Parfum bekommen. Wir gehen mal zurück nach zu Hause. Heute wollten wir eine Ressourcenfolge machen. Eigentlich eine Ressourcenfolge. So, aber zuerst möchte ich probieren, trotzdem die goldene Geschichte zu machen. Die Zombies stehen still. So, eine wunderbare goldene Geschichte. So, eine Geschichte. Ja? Eine goldene. Ich hätte gerne eine goldene. Na gut. So, kann ich ein Gebet machen? Vielleicht so eins? Gebet nach Vorstellungskraft. Leider, leider alles nicht da. Wir haben keine Bücher mehr. Oh, da haben wir doch Bücher. Reichen uns 20%? Nö, eigentlich nicht. Gut, wir legen die Geschichte ab. Heute ist Ressourcentag. Ja, wir bräuchten echt... So. Wurst, wir machen heute Ressourcentag. Ressourcentag. Ah, wie schön. So, so viel Schmuck. Na toll. Oh, öffnen, hier kommt rein. Nö, hier kommt gar nicht rein. Ganz oben kommt rein. Da? Nein. So. 4 Linsen. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal wunderbar benutzen zum Steinbruch. Yeah. So. Jetzt holen wir uns da Eisenerz. Das gute Eisenerz. Da, 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 da. So, Moment, fertigen. So, jetzt geht's los. So, kriegen wir doch Gold? Wäre schön. Ich hätte gerne Gold. So, wir trinken Wein. Silber haben wir immerhin schon bekommen. Ja. Jetzt tragen wir dann den Rest noch drauf. Schauen wir, ob wir noch einen Perk kriegen. Regnet. Oh, es regnet. So. So. Dann machen wir da auch 5. Heute ist Händlertag. Müssen wir mit dem Händler reden? Nö. Müssen wir eigentlich im Moment noch nicht. So, wir haben wieder Silber bekommen. Das ist toll. Technologie. Also. Das haben wir gemacht. Das wäre auch witzig. Spielekunst, so, Bauen und Handwerk. Ja, Zombie-Bergbau. Das wäre echt, das würde mich schon interessieren. So, Goldgeruch. Da sind wir. Edelsteine. So, ich hätte gern das. Du findest öfter wertvolle Materialien. Ja. Wunderbar. So, dann holen wir uns mal wertvolle Materialien. So, wir brauchen ein bisschen am Wein und einen Zombie-Bergbau werden wir uns dann natürlich auch gönnen. Später. So. Da ist wunderbares Erz. Ein schöner Erzblock. So. Noch mehr Erzblöcke. Da, da, da. Da, da, da. Dann nochmal. So. Dann nehmen wir mal alle mit. Einen. Naja. Die holen wir uns extra. Schmuck für Frau Anmut. Ja, jetzt aber. Jetzt. So. Ist das die Tochter des Astrologen? Wahnsinn. Das hätte ich mir nicht gedacht. Aber gut, warum auch nicht? So. Ob es dann noch so eine Familienzusammenführung gibt? Wäre auch witzig vielleicht. Naja, wir werden sehen. Wir werden es sehen. So, Silbernugget wunderbar. Goldnugget noch wunderbarer. So. Wie viel Schmuck wollten die? So,
legen wir da mal drauf. Na, 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 na. So, da können wir eigentlich den Händlertag jetzt wunderbar durcharbeiten, weil wir brauchen ja nichts von ihm. Und vielleicht geht sich das aus, dass wir dann Gold und so weiter bekommen. Das wäre schon sehr, sehr schön. So, das legen wir da mal her, weil das eine ist zu viel. So, 7 Stück. Wunderbar viel Eisen. Da, 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 da. Oh ja, wieder Silbernuggets. Ja, Gold wäre auch mal gut. So, okay, wir müssen Wein trinken. So, und wir könnten natürlich Sauerkraut essen. Beziehungsweise, hier, langsamerer Stoffwechsel. Ja, komm, wir haben das ganze Zeug. Wir sollten es auch verwenden. So. Da, 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 da. So, nachher ist dann Schlange Tag. So, und ja, ich weiß, wir haben eine Leiche im Keller liegen. Die verbrennen wir aber ohnehin noch. Also, so arg zerlegen müssen wir die Sachen im Moment gar nicht. Wir haben echt genug Chemikalien im Keller auch, glaube ich, im Moment. Ja, ich denke schon. So, da, hier, können wir die mitschubsen. Das wäre schön. So, hier, wunderbar. So, dann hier. So, machen wir da nochmal 4. Ups, nicht 5, 4. So, auch das ist gut. So, sehr schön. Schauen wir da 2 Gold Nuggets. Naja, naja. Naja, naja. Holen wir uns noch. So, ein wenig Erz können wir ja noch holen. Kann nicht schaden, kann nicht schaden. So, Lasagne war das, glaube ich. Ich glaube, Lasagne war das. Dass man da einfach weniger Energie verbraucht, wenn man mit Äxten, Spitzhacken und so weiter. So. Würde ich sagen, die nehmen wir mit. So. So. Und die 2 noch. Und da müssen wir uns schon hinlegen, hinlegen. Die werden wir natürlich noch durchverarbeiten, weil es notwendig ist. So. Ja, die 4 machen wir. Super. So, auf geht's. Sehr gut. Und super. So, wir reisen zurück, benutzen hier. Auf nach zu Hause. So, jetzt werfen wir da was im Ofen. Moment. Brauchten wir da? Da ist ja... Genau, hier. Schmuck. Ja, Goldbahn. Super. Machen wir da eines. Aber das machen wir morgen. Und für den Schmuck brauchen wir facettenreichen Diamanten. So, das wollen wir natürlich morgen machen. So, hier haben wir das, ja, das bereits verarbeitete. Da ist Kohle mit Meißel. Und da haben wir die Basisressourcen. So, Silber und Erz. Jetzt haben wir wieder eine ganze Menge Erz da. So, da würde ich sagen, wir brauchen ein wenig weißes Pulver noch. So, Süppchen holen wir uns. Wo ist Suppe? Wir nutzen die gute Suppe. So, eine stecken wir uns wieder ein. Da ist Lasagne. So, dann gehen wir mal schlafen. Und ich würde sagen, wir machen noch so eine Runde. Ja, geht schon. Ich fühle mich so erfrischt. Das ist auch wunderbar. Ich brauche Lasagne. So, Lasagne, Lasagne. Jetzt haben wir goldene Lasagne dabei. Geben die goldene mal weg. Und nehmen 2 silberne. Und Wein. Ja, ich weiß, die Toten rufen. So, den ganzen Wein haben wir verkauft. Tatsächlich, da haben wir noch ein bisschen Wein. So, 80 hier. Stopfen wir den mal da rein. So, reicht das? So. Süppchen nehmen wir mit. Jetzt schlichten wir die Leichen um und dann machen wir noch weiter mit Ressourcen. So, weiß noch, oh, alle Zombies haben ihre Arbeit gestoppt. Das ist gut. So. Da, 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 da.
So, zwei Leichen. Wunderbar. Diesmal schauen wir nämlich gar nicht rein, sondern bringen uns gleich dorthin, wo ihre letzte Ruhestätte, also die vorletzte. Die letzte ist dann die Marmorurnenhalle. So. Jetzt der dritte noch. So, der ist noch ganz frisch, yeah. So, bei Zombies brauchen wir im Moment auch keine. Ich weiß, für Zombie-Bergbau brauchen wir dann. Wir werden aber noch ein wenig brauchen, befürchte ich, bis wir dort sind. So, die legen wir da her. So, Steinchen benutzen. Steinbruch, yeah. So, verlassen, super. So, dann holen wir uns da gleich nochmal ein wenig Erz. So, dann können wir alles wunderbar einschmelzen. So, jetzt aber mit Lasagne. So, gleich viel besser. Da-da-da, da-da-da. So, goldene Geschichte. Ich glaube, wir müssen tatsächlich dann dieses Gebet noch machen. Schriftstellergebet, Inspirationsgebet, wie auch immer das heißt. Aber, wir brauchen Glauben, wir brauchen schon ganze Menge Sachen brauchen wir da. So, holen wir uns noch mehr. Wir werden blaue Pünktchen über die Statuen kriegen. Oh, wenigstens Silber. Über die Statuen. Und diese tollen Kreuze werden wir auch machen. Einfach weil sie hübsch sind und weil es geht und blaue Punkte bringt. Heute Schlangentag. So, dann verarbeiten wir das da einfach nochmal durch. So. 30 Eisen dazu ist ja schon einmal nicht schlecht. So. Ja, ein wenig Silber, ein Gold, wenn man recht. Silber nochmal, es soll nicht sein mit dem Gold. Dann holen wir noch einen Block. So. Der bringt uns Glück. So. Naja, zumindest viel Silber ist auch okay. Benutzen. So, wir wollen nach zu Hause. So, jetzt schmeißen wir die Öfen an. So, Öfen, da interessiert mich nur, wir brauchen, interessiert mich sehr. Wir brauchen mehr weißes Pulver. So, Eisenbahn, ja, klar, gerne. So, würde ich mal sagen, wir machen, was weiß ich, 39, super Sache. So, wir haben es ja. Es ist ja jetzt nicht so. So, super. Ja, dann machen wir den. Machen wir da auch. Dann haben wir echt eine ganze Menge Eisen mal auf Vorrat. Also vorbereitet, geschmolzenes und so weiter. So. Silber haben wir da. Da-da-da. Da-da-da. So, öffnen. Nö, falsche Kiste. Aber hier. So, Silber 7. Jetzt schauen wir da mal rein. Also, wir haben zwei von denen. Wir brauchen polierter Stein, Marmor von poliertem Marmor, von fertigem Marmor. Ist das alles Kalkstein hier? Okay, wir haben nur mal 21 Marmor. Wir müssen wirklich um das Thema, da müssen wir uns jetzt wirklich bemühen mal. Mit den Zombie-Dingern. So, Marmorkreuz 2. Okay, wir brauchen komplexe Teile dafür, aber oh, wir machen davon welche. So, drei davon. So, jetzt trinken wir Wein. Während wir Wein trinken, können wir besser arbeiten. Weil ich irre glaube. So, dann haben wir. Wir machen eins davon, damit wir es gemacht haben. Wunderbar. Dann machen wir eins davon, damit wir es gemacht haben. Ja, wunderbar. So, dann brauchen wir neue Statuen. So, nämlich die da. So, dann machen wir gleich schöne Statuen. Zwei silberne. Ist das jetzt eine? Das ist eine silberne. Dann machen wir noch eine silberne. Wenn es eine goldene wird, freue ich mich natürlich auch. Sie wurde gold. So, dann brauchen wir jetzt noch eine silberne. Da-da-da.
Ach komm, wir machen die. Nicht genug Energie, aber gleich. So. Silber, wunderbar. So, ein Stück Marmor. Nö, wir nehmen das da. So. Dann nehmen wir hier polierten Marmor. Den brauchen wir definitiv. So, machen wir gleich noch mehr. So, weiter mehr. Und nochmal mehr. So, sehr schön. So, die sammeln wir ein. Da legen wir da mal ein. So, Statuen, zwei silberne, dann haben wir da. Nein, die nicht, die müssen wir rüberbringen. So, davon haben wir jetzt auch vier. Super. Ich würde gerne tatsächlich die ganzen Marmorblöcke, die rohen, die wir haben, verarbeiten. So. Ja, das können wir ja machen. Das können wir ja tatsächlich machen. Hier, polierter Marmor. Da, da, da. So, polierter Marmor. So, und polierter Marmor. Ja, gut. Natürlich brauchen wir da auch Wein. So soll es sein. Ja, der Glauben fehlt uns halt da ein wenig. Wir brauchen auch noch mehr Glauben wegen Story. Und ein schönes romantisches Gedichtchen müssen wir ja für Frau Anmut auch noch verfassen. Hm. Steht noch viel am Programm. Viel am Programm, viel am Plan. So, super. Könnte man mal machen, Goldschmuckverzierungen. Gut, wir haben einen Goldbahn. Ja, machen wir das. So. Oh, das dauert lang. Oh, das dauert lang. Das ist anstrengend und dauert lang. Oh, ja. Bis zum Einschlafen und noch viel weiter. So. Heftig. Super. So. Immerhin haben wir schon einen. So. Wir räumen das Steinchen weg. So, Steinchen, Steinchen, hier. 7, ja. So, die Goldschmuckverzierungen lege ich in die Kabelkiste. So. Nein, das ist nicht die. Das ist die richtige. So, Goldschmuck. Lege ich jetzt auch das rein. So, das Zeug bringen wir jetzt rüber zum Friedhof. Das können wir dann später einbauen, anmontieren und so weiter, aber. Gut, Schlange geht schon wieder. Dann können wir ihm das Necronomicon nicht geben, was aber auch okay ist. So. So, die Grabsteine, die legen wir weg. Da, 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 da. So, wie sieht es denn hier eigentlich jetzt aus? Bauen. Kerzenständer, Wandelweg. Können wir eigentlich. Was kommt hierher? Ein Seitenschrein vielleicht? Hölzerner Schrein? Hatten wir nicht schon einen steinernen Schrein? Nö, noch nicht. Noch eine Leiche. Leiche, Leiche, schöne Leiche. So, schauen wir mal raus. Da kommt in die Kiste. So, nehme ich das. Da, da, da. Da haben wir schon 10 von denen. Super. So. Dann schauen wir da rüber. Wegen der Leiche. Es war halt wegen der Leiche. So, da liegt's. Wir schauen sie nicht an, weil sonst würde ich mich wieder ärgern. Es wäre ein wunderbarer Zombie. Okay, wir schauen sie an. Nein. Weil jetzt haben wir 4, dann können wir es anzünden. So, und endlich die Urnen fertig machen. Ah, wunderbar. Und wunderbar. Sehr schön. Heute ist Ressourcentag. Ressourcentag. So, was haben wir da noch drinnen? Lasagne und so weiter. So, der Zombie arbeitet. Der mittlere arbeitet gar nicht mehr. Ob das okay ist, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. So, da haben wir Zeug drin. Hier haben wir nichts drin im Moment. Und da die ganzen Samen. Gut, dann würde ich mal sagen, mein lieber Zombie-Freund, schon langsam, zumindest bei den Linsen, wird es wieder besser. Gibt es ganz schön viele Karotten.
Wow. So. Was haben wir da im Inventar? Ja. Wenn wir da noch ein bisschen durchlaufen und uns die Ressourcen holen. So, das kommt weg. Ja, jetzt haben wir endlich wieder genug Eisen. Das können wir den ganzen Tag können wir das machen. So. Wir brauchen ein paar Stahlteile, komplexe Teile und Nägel wieder. Stahlteile, komplexe. Ich weiß, heute ist Ressourcentag, muss auch mal sein. So, wie viele von dem Zeug macht man eigentlich? Ja, ich würde sagen, wir machen gleich. Oder? So, gleich ein paar. Dazwischen können wir uns ja mit Wein. So. Ja, also die komplexen Eisenteile, gut. Brauchen wir auch. Wichtig. So. So, sind ja gleich durch. So, und dann machen wir noch Nägel ein paar, so 100 würde ich sagen, auf Reserve, damit wir es wieder haben. So, wir brauchen einen Wein wieder mal, jetzt die Nägel. So, super. So, die gehen wenigstens sehr, sehr schnell. Geht auch die Energie sehr schnell runter, aber ist okay. So, jetzt noch einen Wein zum Nachschlürfen, dann wollte ich noch da reinschauen. Stahlschwert haben wir, da alles gut, alles fein, so soll es sein. Super. So, dann sammeln wir da noch und legen mal alles ab, was wir da so haben. Also davon, die Nägel. So, hier. Super. Stahlteile. Wo waren die Stahlteile? Kann man die hier bearbeiten oder werden die eingeschmolzen? Die werden eingeschmolzen. Gut. Gut. Ist aber auch okay. So, dann holen wir noch ein bisschen Holz, weil eben heute Jarisoasentag ist. So. Und wir werden noch einmal in den Kirchenkeller gehen. Und holen aus dem Kirchenkeller. So, aus dem Kirchenkeller noch weißes Pulver. Weißes Pulver. Den guten weißen Staub aus dem Keller. Oh. So, heute ist Inquisitor-Tag. Haben wir irgendwas mit Inquisitor zu schaffen noch? Nö. Ja, irgendwann mal. So, irgendwas wollte er doch noch. Auch wenn das nicht schon so lange her wäre. Wir wollten weißen Staub. Da-da-da, weißer Staub. Ja, den findet man da natürlich nicht. Wobei, ich kann gleich zwei weiße Farbe vielleicht mitnehmen. So, und weißen Staub. Das ist alles? Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. So, Knochen. Hier, Knochen. Oh, mach mal. So. Ja, wir brauchen ja weißen Staub. Es geht ja nicht, dass keiner mehr da ist. Außerdem ist heute Ressourcentag und somit ist es okay. So. Super. Dann würde ich sagen, bringen wir das Zeug raus, vor allem den weißen Staub. So, benutzen. Ja, wir wollen zu nach Hause. So, da kommt rein der weiße Staub und die weiße Farbe. So, da greifen wir uns die ganzen Eisenbahnen. Ist das nicht schön, dass wir jetzt endlich wieder mal richtig in Reserve haben? Ich finde das gut. So, wie war das hier mit Pappmaché? Eine Farbe? Oh, da können wir auch viel dann machen. Wir brauchen Pappmaché. Wir brauchen Wasser. So, sehr gut. So, nicht genug Energie. Das kriegen wir gleich wieder hin. Wobei, wir werden hier das benutzen. So. Und einer noch, oder? Wie viele haben wir denn? Wir haben 5, da brauchen wir noch einen. Komm, noch 2. Ja, weil Ressourcentag ist. So, 8.
Super. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, das war's für die heutige Folge. Ja, heute war eine reine Ressourcenfolge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.